Hey und herzlich willkommen bei Pettiversum. Heute gibt es das Unboxing des Multifit Naga Adventskalenders. Der sieht so aus. Und hier sind gerade zwei meiner Leopardgeckos auf mir. Wer mehr über die Leopardgeckos erfahren möchte oder mehr süße Videos von denen sehen möchte, kann gerne auf meinem Reptilienkanal Viking Reptiles vorbeischauen. Der ist unten verlinkt. Da sind nicht nur meine süßen kleinen Geckos da, sondern auch ja, meine ganzen anderen Reptilien. Huch. Hey. Das hier ist die kleine Sandana übrigens. Und auf meinem Rücken gerade befindet sich Apollo. Da sieht man noch seinen Schwanz. So. Ich habe jetzt einen Adventskalender schon mal gezeigt hier auf diesem Kanal. Auf meinem Kanal Husky 10 leicht gemacht, mache ich sowas öfter, also so Unboxings und jetzt auch einen ganzen Adventskalender November. Aber für Nagel gibt es auch nicht so viele. Ich habe jetzt aber gedacht, ich mache auch mal welche. Für die Nagel, da ich für meine kleinen Nagel natürlich auch einen Adventskalender habe. Also jetzt zu Nummer 1 aber. Mal gucken, ob es draufsteht, was es ist. Nee. Aber es sind so kleine Kräuterringe. Hier hinten steht es drauf: Green Loops mit Mais, Vollkorngrieß, Luzernen, Futterpflanzen, Mehl und so weiter. Man kann den Kalender hier übrigens hinten auch an eine Lasche, die man umklappen kann, kann man dann aufhängen. So. Oder man kann ihn aufstellen mit diesem, mit dieser aufklappbaren Lasche hier. Okay, machen wir jetzt mit der Nummer 2 weiter. Wenn man sie findet, ja, ich habe sie. Das sind so kleine. Sind die drauf? Ich glaube, die sind nicht drauf. Oder doch, das sind vielleicht die Multifit Mini-Möhrchen, genau. Aus Karotten und Grünmehl. Okay. So. Nummer 3. Das sind getreidefreie Karottendrops. Okay. Nummer 4. Das sind wieder diese Möhrchen, Mini-Möhrchen. Sind so kleine süße Herzchen. Knabberherzchen. Ich habe letztes Jahr auch schon auf diesem Kanal hier jeden Tag ein kleines Shorts-Video hochgeladen, wo ich dann Hamsterlein Rosa vom Adventskalender jeden Tag ein Türchen aufgemacht habe und gegeben habe. Das war auch richtig süß. So, 5 hatten wir, Nummer 6. Auch nochmal so Herzchen. Knabberherzchen. Was ist denn da so mit drin? Maismehl und rote Beete. Okay, Nummer 7. Hier sind einige Kurse hinten. Einer hängt noch irgendwie offen, oder? Apollo? Apollo? Wo bist du? Okay, Sandana habe ich gefunden. Apollon noch nicht. In der Kamera sehe ich ihn nicht. Oh, er hängt doch noch auf mir. Der ist so leicht. Ich habe ihn gar nicht gespürt gerade. Und ich habe nur hier kurz geguckt und da war er nicht, aber er ist ja ungefähr da. Man sieht ihn. Oh, mein Kleiner. Hey. Okay. So, Nummer 7. Habe ich gerade aufgemacht, oder? Das waren wieder die Herzchen. Jetzt kommt Nummer 8. Wieder diese Mini-Möhrchen. Nummer 9. Oh. Nein! Hey.
Okay, Sandana wollte gerade unter einem Schränkchen verschwinden, da musste ich sie ganz kurz stoppen. So, Nummer 9 waren wir. Das sind wieder diese Knabberringe. Nummer 10. Diese Karottendrops. Dann Nummer 10. Nummer 13, diese Knabberringe. So, Nummer 14 ist hier oben. Oh, Apollo guckt sich gerade das Schlangenterrarium an. Diese kleinen Herzchen wieder. So, die 15 ist hier unten. Mini-Märchen. 16 Mini-Märchen. Jetzt gibt es weiter 17 Knabberringe. 18. Kleine Herzchen. 19. Diese Karottendrops. Hier sind wir bei der Nummer 20, auch wieder Karottendrops. Nummer 21 sind Knabberringe. So, Nummer 22 Karottendrops. 23 wieder diese Herzchen. Und jetzt die Nummer 24, das größte Türchen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sind jetzt auch nur diese Karottentrops drin. Und das Türchen Nummer 24 ist nämlich zweigeteilt. Und nur hier war was drin und hier nicht. Also bin ich mir nicht ganz sicher, ob da was fehlt oder ob das so gedacht war, dass das Türchen so groß ist, aber dann nur in diesem was drin. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber die Nager freuen sich ja trotzdem dann über diese Sachen. Also ist jetzt nicht so schlimm. Das war dann der Multifit Naga-Kalender, Adventskalender. So, jetzt muss ich gerade nur meine kleinen Geckos hier einsammeln. Apollon? Wo bist du hin? Ha, habe ich dich. Okay, und wieder eingefangen. Also das hier ist der Partner. Der will jetzt gerade aber lieber das Zimmer erkunden. Passt jetzt nicht ganz zu meinem Diversum-Kanal, aber eigentlich sollte es hier auch sowieso der Kanal für all meine Tiere gesammelt dann sein. Nicht nur für die Nager, hauptsächlich für die Nager. Weil ich für die Reptilien und meinen Husky einen eigenen Channel habe. Aber trotzdem eigentlich auch für all meine Tierchen. Deswegen auch Petiversum, Universum für Haustiere, für Pets. Sind sie nicht süß? So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, um mehr süße kleine Tiervideos zu sehen. Was wir jetzt aber noch machen, ist natürlich ein Geschmackstest, sage ich jetzt mal, bei den Nagern. Also wir geben ein paar meiner Tierchen etwas aus diesem Nagerkalender und schauen mal, ob es ihnen schmeckt. So, ich habe mich jetzt für diese Knabberringe entschieden. Als erstes geben wir Rosa. Das ist mein kleiner Teddyhamster etwas.
Wir beobachten mal die Höhle. Sie wird gleich merken, dass ich da bin. Na, meine Kleine. Guck mal, was ich hier habe. Hey, du Süße, hm? Du Süße, schau mal hier. Okay, aber wir haben natürlich noch welche zu verteilen. Gandalf kriegt was. Tavi möchte auch was. Hm? Guck mal. Guck mal. Huch. Okay, Geschmackstest geglückt, würde ich sagen. Habe ich auch fast nicht anders erwartet, so wählerisch. Sind meine kleinen Nager auch wieder nicht. Und es sind ja gute Sachen, die hier drin sind. Eins gebe ich euch noch. Okay, und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.